Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Neuköllner Anschlagsserie wird neu überprüft, Lomscher droht juristisches Nachspiel und Kalaitschi kündet Rückzug aus Parlament an. Und damit hallo und herzlich willkommen bei den TV Berlin Nachrichten am 6. August 2020. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat bekannt gegeben, dass sie sämtliche Ermittlungsverfahren übernimmt, welche mit der von mutmaßlich rechtsextremen Tätern verübten Anschlagsserie in Neukölln zusammenhängen. Die bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft würden nun von der Generalstaatsanwaltschaft überprüft und dann fortgeführt. Der brisante Hintergrund dabei? Wie Generalstaatsanwältin Margarete Koppers mitteilt, sei dieser Schritt nötig, da Umstände zutage getreten seien, die die Befangenheit der Staatsanwälte als möglich erscheinen lassen. Dieser Verdacht besteht nach Informationen des RBB gegenüber den beiden bislang für die Ermittlungen zuständigen Staatsanwälten. Es soll sich um den Leiter der Staatsschutzabteilung und den leitenden Staatsanwalt handeln. Grundlage des Verdachts ist eine durch Telefonüberwachung gespeicherte Unterhaltung zweier Personen aus dem rechtsextremen Spektrum. In dem Gespräch der beiden geht es darum, dass der zuständige Staatsanwalt bei einer Vernehmung erklärt habe, dass er AfD-nah oder AfD-Wähler sei. Bei der Staatsanwaltschaft könne man sich aufgrund dieser Äußerung gut aufgehoben fühlen, heißt es in dem Gespräch der beiden Rechtsextremen. Einer der beiden Staatsanwälte wird nun einer anderen Abteilung zugeordnet. Der andere habe selbst um seine Versetzung gebeten. Justizsenator Dirk Behrendt von den Grünen begrüßt den Schritt der Generalstaatsanwaltschaft. Auf Twitter teilt der Senator mit, dass es keinen Zweifel daran geben dürfe, dass die Strafverfolgungsbehörden rechtsextreme Straftaten verfolgen. Die Berliner Staatsanwaltschaft führt Vorermittlungen gegen die kürzlich zurückgetretene Ex-Bausenatorin Katrin Lomscher. Das hat die Staatsanwaltschaft gegenüber dem RBB bestätigt. Am Sonntagabend der vergangenen Woche war die Senatorin von der Partei Die Linke von ihren Ämtern zurückgetreten. Als Grund nannte sie fehlerhafte Abrechnungen und Versteuerungen der Nebenverdienste, welche sie als Verwaltungs- und Aufsichtsratmitglied landeseigener Unternehmen erhielt. Durch ihre Rolle als Bausenatorin war sie gleichzeitig in mehreren dieser Gremien vertreten. Nachdem die Unregelmäßigkeiten durch die schriftliche Anfrage der AfD-Finanzexpertin Christine Prinker im Abgeordnetenhaus bekannt geworden waren, zog Lomscher die Konsequenzen. Inzwischen habe sie außerdem 7.000 Euro an die Landeskasse zurücküberwiesen. Lomscher betont, bei dem Vergehen nicht mit Vorsatz gehandelt zu haben. Trotzdem gerät sie nun in den Fokus der Staatsanwaltschaft. Diese prüfe derzeit, ob Anhaltspunkte für ein strafrechtliches Verhalten vorliegen, welche die Aufnahmen einer Ermittlung rechtfertigen würden. Unklar ist währenddessen weiterhin, wer Lomscher nachfolgen soll. Die Partei Die Linke berät sich zurzeit intern über mögliche Kandidatinnen. Geplant ist, am 20. August eine neue Bausenatorin vorstellen zu können. Bis dahin übernimmt Umwelt- und Verkehrssenatorin Regine Günther von den Grünen formal das Amt. Dilek Kalaitschi, Berlins Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und SPD-Abgeordnete im Berliner Parlament, kündigt an, bei der nächsten Parlamentswahl im September nächsten Jahres nicht mehr antreten zu wollen. Stattdessen wurde von ihrem bisherigen Ortsverband Friedenau der 37-jährige Bezirksverordnete Orkan Özdemir als Kandidat für das Direktmandat im Wahlkreis nominiert. Damit erscheint es als ebenfalls sehr wahrscheinlich, dass Kalaitschi auch nicht einem möglichen Senat mit SPD-Beteiligung nach der Wahl 2021 angehören wird. Mit Verweis auf ihre aktuellen, vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen in der Corona-Krise teilte ein Sprecher der Senatorin mit, dass Kalaitschi sich momentan nicht zu ihrer politischen Zukunft und den Gründen des Rückzuges äußern werde. Nach Informationen des Tagesspiegel sei der Entschluss zum Rückzug aber schon vor Monaten getroffen worden. Die 53-jährige Senatorin soll die SPD-Gremien schon im Februar über ihre Pläne unterrichtet haben. Aktuell ist die Gesundheitssenatorin in ihrer vierten Legislaturperiode Abgeordnete im Berliner Parlament. Nach der Wahl 2011 hatte sie die Rolle der Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen inne. Von 2014 bis 2016 war sie zudem Stellvertreterin des regierenden Bürgermeisters von Berlin. Und damit zur Wettervorhersage. Nach dem sonnigen Donnerstag bleibt auch die Nacht wolkenlos. Die Temperaturen fallen dabei auf bis zu 13 Grad. Morgen ziehen die Temperaturen deutlich an. Bei leicht bedecktem Himmel erreichen wir bis zu 32 Grad. Abends und nachts wird der Himmel klar. Die Hitzewelle hält dann auch am Wochenende an. Samstag wird es sonnig bei bis zu 35 Grad. Bei gleichbleibenden Temperaturen wird es Sonntag dann heiter.
Bei immer noch 33 Grad ist der Montag dann wieder bedeckt. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.